Bei Verdis La Forza del Destino muss eigentlich schon der Titel merkwürdig vorkommen. Wir haben, wenn wir die Opern Verdis anschauen, ja meist Eigennamen. Wir haben Aida, wir haben Othello. Und das hat auch einen ganz besonderen Sinn, weil Verdi selbst in einem Brief dieses Stück als das erste einer ganz neuen Art bezeichnet hat. Ein Stück, in dem es um Ideen geht. Und die Macht des Schicksals, das ist ja ein deutlicher Hinweis auf eine Idee. Und die Idee ist, dass wir denken können, wir planen können, so viel wir wollen, aber letztlich unser Leben von teilweise ganz banal Zufällen bestimmt wird. Das Besondere an Forza del Destino ist auch, dass wir hier weite Strecken haben, wo es eigentlich gar keine Handlung mehr gibt, die das Stück vorantreibt oder in Zusammenhang mit den Hauptpersonen steht. Und das ist genau auch wieder eine Idee Verdis, der den zentralen Figuren des Stücks Zustände gegenüberstellt. Zustände von Krieg und von gesellschaftlichen Entwicklungen, die quasi zeitlos sind. Die Verrohung der Gesellschaft durch Krieg, durch Hungersnöte, das sind Themen, die kann man eigentlich überall finden. We are trying today for the first time the fourth act for me, so it's this is the way I look like after 5 years in the Eremits. Dramatically it goes on to the end. And everything must be played there. Strong personality, vocally present, big fortissimos and big pianissimos. So everything is perfect for a kind of soprano that loves to sing these kind of roles. Very dramatic, but very sensitive at the same time. I don't feel near myself. I have another kind of character. I'm so happy, so easygoing. So it's very nice to play these roles that are really far away from my way of thinking and being. Frank Castorf ist ein Regisseur, der genau diese zeitlosen Zusammenhänge, um die es in Forza geht, sehr gut in eine Bühnensprache umsetzen kann, der den großen historischen Horizont manchmal durch ganz kleine Anspielungen sichtbar machen kann, aber auch durch Vergegenständlichungen, die szenisch eine ungeheure Kraft haben. Wir haben in dem Stück den Geist eines Indios. Die Hauptfigur Alvaro hat einen Elternteil, der Indio ist und wird deswegen von der Gesellschaft abgelehnt. Und dieser Geist des Indios ist immer präsent und erinnert an die Unterdrückung, die fast völlige Auslöschung teilweise ganzer Volksgruppen durch die Spanier, an dieses ganze kolonialistische Erbe, das Europa ja immer noch in gewisser Weise mit sich herumträgt.